Juhu, meine Lieben, und schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer weiteren Runde Sons of the Forest. Angekommen am Baseplatz. Ne? Ich hatte ja letzte Folge gesagt, jetzt fangen wir erstmal an, uns ein kleines bisschen was aufzubauen, beziehungsweise ein kleines Hütchen. Jetzt ist die Frage, werden wir zuerst eine Wahl machen, also eine Verteidigungswahl, oder werden wir erstmal unsere Hütte hinzimmern? Ich habe den Strukturschaden aus. Das heißt, es wäre eigentlich egal mit der Verteidigungswall. Man könnte in aller Ruhe erstmal mit der Hütte anfangen. Und da bin ich auch dafür, dass wir mal loslegen. Und diesen Baum hier, stimmt, den fällen wir mal zuerst. Wir werden mal ganz, ganz am Anfang, damit wir mal uns ein paar Pfeile bauen können, weil Vögel jagen ist hier jetzt nicht so leicht, sag ich mal. So. Wir stellen uns mal einen hier hin und bauen mal ein Vogelhaus dran. Dass wir ein paar Federn kriegen. Na, wo waren das doofe Vogelhaus? Da war es doch gewesen. Ja, ich vermisse noch die Tabs, wie im ersten Teil, ne? Dass man im Buch dann hier an der Seite, dass man raussuchen konnte, praktisch. Ne? Dass man nicht alle Seiten durchblättern muss. Wenn ich jetzt Fackel bauen will, muss ich immer erst auf Möbel und dann dreimal blättern und dann habe ich die Fackel. Aber es wäre schön, wenn hier so aufklappen würde und ich gleich auf den dritten Tab klicken könnte. Vielleicht kommt's noch. Ne? Mal schauen. So, Kelvin, mein Bester. Hast was getrunken, ja? Prima. So, Vogelhaus bauen, Bester. Du machst es. Ach, schau mal einer an. Da ist schon der erste Bucklige, der uns hier besuchen kommt. Ich habe ja gesagt, die Buckligen sind überall. Ja, Kelvin, ich weiß. Komm, pass auf. Du bist mal so nett. Und baust mal bitte diese Konstruktion. So. Er macht und wir machen auch. Wir nehmen uns jetzt mal die ersten Stämmchen und legen uns mal unser Grundgestell für unsere Hütte hin. Ich würde sagen, wie groß machen wir die denn? 4x4 oder 5x5 vielleicht so? Oder wollen wir erstmal ein 3x3 machen, damit wir schneller fertig sind und dann seitlich vergrößern? Das kann man auch machen. Wäre auch kein Problem. Hier ist so ein Felsvorsprung gewesen. Hier. Den würde ich gern ausnutzen, dass ich da nachher schön was zum Sitzen drauf habe am See mit einem kleinen Lagerfeuer. Das heißt, wir bauen das Häuschen dann hier so hin. Mal parallel zum See hin machen. Ja. Ich würde sagen, hier. Ja, wir müssen uns mal den höchsten Punkt aussuchen hier. So. Okay. Ich würde sagen, probieren wir es. Ja. Wir können es ja immer noch zu allen Seiten erweitern und so. Das ist ja später gar kein Problem. Auf jeden Fall brauchen wir jetzt erstmal Holz und ich bin froh, dass ich dafür unsere moderne Axt habe. Denn die ist eine ganz schnelle Sache. Schaut mal. Oh! Oh! Ey, wollte ich nicht! Entschuldigung! Du kannst mir doch nicht in die Axt rennen, du Vollposten! Ey, bist du bekloppt oder was, ey? Weißt du, aber nachher meckern, ey, ich schlag euch oder wie? Ich will doch mit euch hier in Frieden, guck mal, ihr müsst hier leben, ich muss hier leben. Lasst uns einfach zusammenleben. So. Das wäre 5. Ja, von der Breite her ist es okay. Ich sag mal, wir machen 5, 5 mal 5. Dann bauen wir drin, können wir uns dann noch ein kleines Räumchen machen für die Küche und ein kleines Räumchen für ein Lager. Das ist okay so. So, Kelvin baut fleißig das Vogelhaus fertig. Das finde ich doch prima. Der Junge ist eh eine extreme Hilfe. Ich bin so froh, dass ich den habe hier. Ne? Den kleinen Kelvin, geh mal weiter, weil ich muss hier hacken. So, kommt hier der. Schmeißt du mit einem Stein auf mich? Habe ich das gerade. Hast du gerade einen Stein geschmissen? Geh, du! Lass mich in Ruhe hier. So. Das auch noch. Ich glaube, wir werden nicht drum rumkommen, die Buckligen. Oh! Das war der Baum, das war ich nicht. Entschuldigung. Entschuldigung. Sorry. Ich glaube, das war gerade ein Angriffsmove von ihm, ne? Der wollte mich gerade hauen. Kann das sein? Ja, die sind aggro. Der ist aggro. Weil ich den Baum gefällt habe und der den auf den Kopf gekriegt hat. Ich würde den aber gerne hier weghaben, ohne dass ich den jetzt dem was tun muss.
Vielleicht hauen sie auch einfach irgendwann ab und lassen mich in Ruhe hier. Oder ich muss halt kurz mal auf Abstand gehen. Dann gehen wir kurz mal Fische fangen oder sowas. Dass die hier mal Ruhe geben. Also solange die da sind, arbeitet auch Kelvin nicht. Ne? Glaube ich. Der baut das Haus nicht weiter. Solange die hier rumrennen. Das Vogelhäuschen. Och nee, geht nicht. Wegen dem blöden Stein. Ach, Kacke. Okay, dann müssen wir nach vorne weg. Das meinte ich ja, wir können ja noch. Wir haben ja noch. Ich habe ja ein bisschen Spielraum gelassen hier. Ne? So. Dann machen wir das einfach, ist egal. Die Buckligen, wo sind die? Die krauchen auch noch irgendwo rum. Meine kleinen angemalten Freunde. Oder soll ich sagen, mit Dreck beschmierten Freunde. Du, wenn ihr so weitermacht, kriegt ihr den nächsten Baum auf den Kopf, du. Ne? Komm, ich kann mal hier so. Ja. Oh. Du hast angefangen. Du hast angefangen. Jetzt nehme ich mir deinen Kopf, ja. Und dann. Komm mal her, wo ist er? Oh, durchgefallen durch den Boden. Schade. Schade. So, dann verwerten wir dich zu Knochen. Ganz einfach. So. Kelvin, fertig, ja? Geile Sache. Du bist ein geiler Typ. Weil du fertig bist, habe ich jetzt gleich die nächste Aufgabe für dich. So. Ja. Tut mir leid, mein Bester. Du kannst nicht Pause machen. Ich muss bauen. Wir brauchen bitte nicht baue. Hol Stöcke und füll die Behälter. Ich danke dir, mein Bester. So, Vogelhäuschen steht. Da ist auch schon, sind auch schon die ersten zwei Federn drin. Sehr schön. Dann können wir uns ja gleich unsere Pfeile bauen. Ja, jetzt habe ich den einen töten müssen. Tut mir auch leid, aber ich sag mal, ich wollte eigentlich nur den Kopf haben, damit ich den zur Abschreckung auf dem Pfahl aufspießen kann. Damit sie sehen, hier bleibt mal lieber fern. Hier geht die Luzi ab. So. Haben wir denn noch Baumstämme? Müssen wir uns noch welche fällen? Ich glaube, wir müssen uns noch welche organisieren. Komm mal her hier. Wir nehmen mal gleich ein Stöckchen. Nehmen wir gleich den hier. So, ein paar Mal von der Seite reingekloppt. Ein paar Mal von der Seite reingekloppt. Und schon ist das Ding durch. Ah, ich hab. Der ist doch noch da, der Bucklige. Ich hab den schon gehört. Der wird uns nicht in Ruhe lassen. Ich glaube, wir kommen nicht drum rum, den dann auch zu ermorden. Es wird uns nichts übrig bleiben. Aber ich sag, solange Kelvin arbeitet und der hier nur rumrennt, ist der mir eigentlich egal. Oder hat der mich auch angegriffen? Hat der mich nicht auch angegriffen? Hatte der mich nicht auch angegriffen? Du hast mir doch vorhin auch. Du sagst, stimmt. Du kamst an und hast gesagt, hier, guck mal. So. So. Ich würde jetzt gerne deinen Kopf haben, mein Freund. So. Leg dich mal dahin. So. Du kommst aufs Feuer. Den anderen haben wir schon verbrutzelt, der ist auch schon gar. Sehr gut. Perfekt. Ja, da könnten wir auch gleich noch ein paar Knochenrüstung bauen, wenn wir Seile haben. Aber wir haben Seile gefunden, ne? Zwei Stück. Dann bauen wir uns doch auch zwei Knochenrüstungen. Ich glaube, am Anfang gar nicht schlecht, wenn man so ein bisschen leichte Rüstung anhat. Die Knochenrüstung ist jetzt nicht die beste, aber im Großen und Ganzen ist es okay, wenn man erstmal ein bisschen Rüstung hat. So. Ne, wir haben ja auch keine Medizin. Doch, wir haben Medizin. Ich würde aber sagen, können wir uns irgendwie mit Aloe Vera haben wir schon? Nee. Nee, aber unsere Pfeile. Wir machen uns jetzt mal schnell ein paar Pfeile. Ich fühle mich einfach sicher, wenn der Bogen aktiv ist, weil ohne Bogen fühle ich mich nackig. Der ist schon okay, der Bogen. Auch der selbstgecraftete. Muss man ja erstmal mit Vorlieb nehmen, aber. Damit geht's auch. Es kommt auf die Pfeile an, glaube ich. Ich schieße gerne mit den Steinpfeilen, auch wenn die keinen großen Schaden verursachen. Oder doch schon, aber die haben halt so ein Knockback.
Der ist ganz geil bei den, bei Fingerbob. Fingerbob findet das nicht gut. So. Aha, ja. Das wird doch ganz schön groß, glaube ich. Aber was soll's? Was soll's? Ja. 3, 4, 5. Wir müssen die hier eh wieder wegnehmen. Die sind ja jetzt überflüssig, ne? So, Kevin, sammelst fleißig Stöcke. Danke dir. Ich mache inzwischen hier mal unser zukünftiges Lager fertig. Unser kleines. So, da haben wir auch noch Stämmchen. Überall liegen die rum. Nee, ich will nichts von dir, Kelvin. Schön fleißig weiter Stämmchen sammeln. Bäumchen, Stöckchen. Ja, Stöckchen. Oh, was war das? Ach, das war hier Schafgarbe. Glaube, zum Energy-Mix braucht man den. Bin mir jetzt nicht so sicher. Oh, hier noch ein paar Stöcke. Ich sammle gerade noch ein paar Stöcke ein, nicht wundern. Ne? Und jetzt hacken wir uns noch ein bisschen Holz. Holz. Oh, schon? Der ging aber schnell. Gerade mal 5 Schläge vertragen, der Baum. Das war so nicht vorgesehen. Aber der gibt auch immer nur 4 Stämme. Das sind die komischen morschen Dinger. Uiuiuiuiuiui. Hätte ich mir fast selber den Baum auf den Kopf geklatscht, ey. Na, ich bin ja doof, ey. Da muss man aufpassen. Das kann richtig wehtun. Komm mal rüber hier, mein Freund. Gib mal hier blub und gib mal hier. So. Kommen wir der Sache doch schon näher. 1, 2, 3, 4, 5. Nein. Ja, Terrasse können wir später noch ranbauen. Sag ich mal. Das können wir später auch noch machen. Außenrum. Das ist das Schöne hier. Ist alles so schön eben. Das müsste relativ gut klappen. Wenn man sich dann eine Seite raussucht und sagt, da will ich jetzt mal. Nein, nee. Mein Stock. Ey, der blöde Stein, ey. Och Mann. Das ist doch was. Ist doch scheiße. Ich kann doch nicht noch näher vorne an den See rangehen. Da wollte ich doch. Ah. Wir gucken mal, wie weit wir hier vorkommen. Ach na gut, das reicht noch. Da ist noch genug Platz. Ja, okay, alles gut, alles gut. Kein Problem, kein Problem. Bin on the way. Hier, die Baumstämme. Ey, jetzt muss ich da jedes Mal darüber springen? Nee, nee. Wir legen mal einfach schon ein paar Bodenbretter. So. Also mit Holz werden wir, glaube ich, keine großen Probleme bekommen. Die nächste Aktion, die ich sagen würde, wäre dann, wenn wir dann hier so ein bisschen was vorbereitet haben, irgendwann die Seilpistole organisieren. Denn die Seilpistole brauchen wir zum Bauen. Definitiv. Wenn wir erstmal außenrum alles so ein bisschen weg haben, dann müssen wir auf jeden Fall mit der Seilpistole arbeiten. Und bis dahin brauchen wir sie noch nicht. Also bis dahin können wir uns hier schön noch ein bisschen das alles hier bauen. Noch alles ein bisschen vorbereiten. Müssen mal gucken. Vielleicht gehen wir zwischendurch mal noch auf Wanderschaft und gucken mal noch ein bisschen uns die Gegend aus. Ob wir noch was Feines finden hier. Aber erstmal so, der Schwerpunkt liegt auch ein bisschen aufs Bauen. Ich möchte da gerne mal auch ein bisschen mehr bauen, wie so eine kleine Hütte am Meer. Die war ja schön, die war ja. Ich meine, wir haben eine geile Terrasse oben drauf gehabt zum Sitzen. Abends einen Sonnenuntergang am Meer konnte man betrachten. Aber es war halt klein. Und diesmal möchte ich dann doch ein bisschen mehr geräumig haben, dass man auch ein bisschen mehr einlagern kann vielleicht. Und wie gesagt, ein Baumhaus werden wir uns noch irgendwo hinzimmern. Da müssen wir uns auch nochmal eine geile Stelle irgendwo aussuchen. Aber das würde ich dann auch ganz gerne irgendwo da bauen,
wo wirklich viel los ist, ne? Also, dass man da so praktisch auch ein bisschen hingehen kann, wenn man da ein bisschen Trouble sucht oder so. Ein bisschen Trouble. Kann man sich einfach mal so ein bisschen abreagieren, wenn der Alltag mal wieder scheiße war. Vielleicht doch, ey, man könnte ja einfach mal irgendwas so in so einem Kannibalencamp oder so errichten. Einfach infiltrieren, das Ding. Oder man kann Kannibalencamp, man kann das mal so voller Fallen machen und dann speichert man sich nebenan ab und dann lädt man sich wieder ein und guckt von Weitem zu, wie die ganzen Kannibalen, die gespawnt sind, in die ganzen Fallen rennen. Das wäre auch lustig. Da wäre ich sogar vielleicht mal für zu haben. Auch nicht schon wieder so einer, ey. Mensch, komm, lass mich in Ruhe. Du hast gesehen, was deinem Kollegen passiert ist, ne? Ich glaube, ich muss hier die mal abschrecken, ne? Jetzt langsam. Nein! So? Ja, pass mal auf. Du kriegst jetzt gleich einen gehörigen Schreck, mein Freund. Guck mal. Kennst du den? Das ist dein Kumpel vom Pullen. Ja, hier. Der hier. Siehst du, ja, was du anrichtest. So, wir machen das jetzt mal so. Jetzt suchen wir uns mal schnell ein paar Steinchen hier. Machen den fest, damit er uns nicht umgeworfen wird. So. Guck's dir an. Guck's dir an. Und lass mich in Ruhe bauen. So. Ja, ist alles noch ein bisschen löchrig hier momentan. Noch. Aber ich verzichte jetzt auch auf die Querbalken, weil am Boden, da brauchst du halt nur die Balken für die Bretter. Das geht schon. Hätte ich jetzt ein Unterkonstrukt, also auf eine Stelzen gebaut oder so, dann wäre es was anderes. Da sollte man doch schon die einzelnen Stelzen auch absichern. Denn wenn da mal einer gegen bumst, dann fällt gleich alles zusammen. Eigentlich könnte man ja auch mal jetzt, der wird ja mit Stöcker weit gekommen sein, unser Kelvin, dass man einfach mal ein Baumstammlager baut und sagt, sammel du mal Bäume jetzt langsam, ne? Das wäre auch mal jetzt eine Idee. Dass er uns einfach mal hier auch hilft, weil das dauert ja ewig, hier den Boden zu legen, wenn ich die ganzen Stämme auch noch selber fällen muss und so. Aber jetzt will ich die aber auch da haben, wo sie möglichst nicht so im Weg stehen, die Baumstammlager. Sag mal so hier vorne, glaube ich. Hier machen die sich ganz gut. Wie viel baut man da? Zwei, drei, vier? Kann ruhig vier machen, wa? Oder so, sag ich mal. Lass uns mal sechs machen. Warum nicht? Wir haben's doch. Na, wo will er? Da. Und einen noch. Oh, der braucht auch wieder so viele Stöcker. Scheiße. Na? Ist okay, ne? So. Braucht zwar Stöcker, aber Kelvin hat ja fleißig Stöcker gesammelt. Kelvin! Wo bist du, mein Freund? Na gut, wir lassen ihn mal noch die pure Stöcker zu Ende holen. Dann bedienen wir uns gleich an dem Vorrat, den er schön angelegt hat. Und bauen uns die Dinger da fertig. Nee. Bitte, bitte. So. Danke. Kelvin, Kelvin, mein Bester. Kelvin, mein Bester. Guck mal, hier ist noch ein Stock. Den hast du übersehen. Oh, er hat ja schon ein paar zusammengekriegt hier. Ne? Pass mal auf, ja, bleib mal hier. So. Hol mal bitte. Dämme? Ach, ich muss an die Behälter ran, ja? Naja, ich bin nicht nah genug an die Behälter. Dann folge mir mal bitte, mein Bester. So, ein paar Federn wieder drin gewesen. Schön. So, da sind doch Behälter, Kelvin. Ich weiß gar nicht, was du hast. So. Hol mal bitte jetzt
Stämme und fülle die Behälter. Ich danke dir, mein Bester. Ja, und danach gibt es eine schöne Pause, dann werden wir ein bisschen was schnabulieren. Ja, ich muss ein bisschen auf meine Energie achten. Die ist nur halb voll, meine Lebensenergie. Dass mir da keiner hinterrücks irgendwie von hinten auf den Kopf haut. So, aber ich fälle uns auch noch einen Baum hier. Helfen wir dem Kelvin. Der kann übrigens jetzt mit dem letzten Update auch zwei Baumstämme tragen, ne? Der kann nicht mehr nur eintragen. Das ist das Geile. Dann geht das alles auch ein bisschen schneller und fixer hier. Habe ich auch noch gar nicht gesehen. Tatsache, schaut mal. Der Kelvin, du. Bester Mann, sage ich nur. Guckt euch das an. Yeah, baby. Let's do it. Oh, scheiße, ich brauche Stöcker für die. Wir holen mal schnell Stöcker. Dass wir die fertig machen. Wenn der jetzt zwei Baumstämme tragen kann, dann werden die relativ schnell voll sein, die Baumstammlager. Aber das ist ja schön, ey. Zwei Baumstämme. Mensch. So. Dann soll er mal hier schön einsammeln. Ich hack ihm noch ein paar Bäume. Und dann kümmern wir uns darum, dass wir das so ein bisschen, den Boden wenigstens noch fertig bekommen. Und dann müssen wir ja noch planen, wie wir unser Räumchen da belegen wollen. Ich würde sagen, wenn man reinkommt, gleich links so kleine Vorratsraum, dahinter so ein kleiner Lagerraum. Und auf der rechtzeitig beziehungsweise vom Eingang her, dann das Wohnzimmer, mehr oder weniger. Dann nehmen wir dann 2x2 für die, würde ich sagen, für die Küche und 2x2 fürs Lager. Das reicht. Müsste so hinhauen. Ja. So, die ersten zwei nehmen wir gleich mit. Die verbasteln wir sofort. Och, ist da schon wieder einer? Hast du nicht gelernt? Hast du nicht draus gelernt? Lässt ja bei Kelvin Rudo. Kelvin, mach ruhig weiter, der tut dir nichts. Ich habe das mit dem geklärt. Der lässt dich in Ruhe, hat er gesagt. Irgendeinem habe ich jetzt gerade den Baumstamm vor die Presse gehauen. Es kann sein, dass das der Putzi war. Oder habe ich einen Vogel zerlegt? Ja. Ja, der Blutfleck ist noch da. Ich sehe es schon kommen, die reichen gar nicht, die Lager, ne? Scheiße. Da werden wir noch welche bauen müssen. Ist ja nicht schlimm. Haben wir doch, haben wir doch. Weiß ja nicht, wie schnell der Kelvin ist, wenn er erstmal richtig loslegt. Ne? So, wir holen mal noch die letzten Stöcker. Ein klein wenig Stöcker hatten wir noch. Oh, die reichen ja vorne und hinten nicht. Scheiße. Ach so, Mist, ey. Muss ich jetzt nochmal losscheißern? Nochmal Stöcker holen. 7 Stück. Na gut, Kelvin, du machst da fleißig weiter. Ich bin gleich wieder da. Ich organisiere mal kurz Stöcker. Stöckis. Der Schmutzige läuft hier immer noch rum, der kleine Bucklige. Da, die Roten, die sind gut. Die sind gut. Die geben viel. Jawohl. Sehr geil. Stöcker haben wir. Kelvin fällt fleißig Bäume. Das finde ich. Die sind ja schon fast alle voll, die Lager. Sehr geile Sache. Warum baut er denn so komisch dahin? Der schnappt so rum um die anderen Lager. Ich will es aber da angrenzend haben hier so. Genau. Komisch. Nein, leg die wieder rein. Da, jetzt brauchen wir noch mehr Stöcker. Verdammte Scheiße. Vielleicht sollte man auch gleich mal Stöcker voll machen, wenn man schon mal auf Trebe ist und Stöcker sammelt. Na gut, mit Stöcker ist hier nicht so gut bestückt, ne?
Man muss da halt die Kelvin-Stecker holen gehen lassen, weil der findet Stecker, wo keine Stecker sind, komischerweise. Finde ich immer ganz lustig. Ach, guck mal, hier ein roter. Jawohl. Wir machen jetzt aber weiter. Wir rennen nicht gleich wieder zurück und bauen das Ding fertig, sondern wir machen uns mit Stecker jetzt schnell mal voll. Dann sparen wir uns da nachher wieder loszurennen gleich. Weiß nicht, ob ich noch ein Baumstammlager bauen muss oder will. Lasst mich doch mal in Ruhe, Jungs, Mädels hier. Echt. Ah, hier oben ist schon. Hier oben tollen sie sich rum, du. Da oben ist der Treffpunkt. Meeting Point. Aber ich komme später zu eurer Party. Ich habe erstmal vorher noch ein bisschen was zu tun. Ich muss noch ein bisschen was erledigen hier. So. Ja, da soll der Kelvin das da weiter fleißig füllen. Und wir schnappen uns jetzt mal ein paar Stämme und setzen schnell den Boden. Müsste eine Kleinigkeit essen, eine Kleinigkeit trinken, müsste ich. Hält sich aber noch in Grenzen. Deswegen zögern wir es noch ein bisschen hinaus hier. Na, komm, pack den hin, bitte. Danke. Ich glaube, Kelvin ist schon wieder getürmt. Der hat sich schon wieder verpisst. Aber wer kann es ihm verübeln, sage ich nur. Wer kann es ihm verübeln? Bei den hässlichen Pratzen, die hier so rumrennen. Ach, da ist doch Kelvin. Der steht da rum und guckt, was wir machen. Also wenn es mir gleich zu blöd wird, dann killen wir die alle. Dann ist mir das zu blöd hier. Und die haben aber auch nichts zu tun mit den normalen Eingeborenen hier. Die sind unabhängig davon. Das heißt, die Eingeborenen nehmen es mir nicht übel, wenn ich den ein oder anderen Buckligen doch entferne, sag ich mal. Ja? Freundlicherweise. So. Müssen wir den Kopf jetzt auch anhängen? Oh. Ich glaube, der ist durch den Boden gefallen. Der hat mir einen Stein angeworfen. Der hat mir einen Stein angeworfen. Komm, bleib mal hier liegen. Ich bin gleich wieder da. Wer war das? Wer war das? So? Krieg ich den Kopf? Ach, den Kopf kriege ich ja. Ist aber nett. Aber ehrlich gesagt, müsste ich ja dann noch einen im Inventar haben, wenn der den nicht aufhebt, ne? Und das heißt für uns. So? Ah, die lassen wir auch nicht die ganze Zeit stehen, die Dinger. Das sieht ja eklig aus. Die werden wir schon noch abbauen wieder. Aber vielleicht hilft es erstmal, dass sie nicht ganz so lästig sind hier, die Stubenfliegen hier. Ja, fress deinen Kollegen hier. Ne? Den Kopf nehme ich. So. Ich weiß, Kelvin, ich weiß. Ja. Damit müssen wir halt leben, Kelvin. Damit müssen wir leben. Wo ist denn mein Feuerchen eigentlich? Ah, da müssen wir nochmal einen Stick draufpacken, glaube ich, ne? Das ist wohl runtergebrannt. Muss reichen. Ich weiß, man kann noch Holzscheite reinlegen und Steinchen außenrum und so. Aber das ist hier nur ein provisorisches Feuerchen. Die richtige Feuerstelle kommt dann nachher neben das Haus. Außen hier schön auf die Terrasse dann, wo man sitzen kann und auf den See hinaus gucken kann. So. Irgendwie fällt er immer zwischen diese. Ach so. Na gut, egal. Ich höre Kelvin wieder arbeiten. Das ist ein gutes Zeichen. Das heißt nämlich, die komischen Bucklingen sind nicht mehr da. Warum hat der eigentlich einen Stock in der Hand? Da haben wir den Boden gleich fertig. Guck mal, das dauert noch ein Minütchen oder zwei. Im Höchstfall. Das passt schon. Ja, ich glaube, ich muss noch mal das ein oder andere Baumstammlager ein bisschen anders anordnen. Das gefällt mir da nicht so. Das ist so, weißt du, durcheinander. Man kann die so schön eng aneinander stellen, dass man drüber laufen kann. Aber irgendwie ist überall hier Lücke. Oder die haben das gepatcht, dass man jetzt halt nicht mehr rüberlaufen kann. Kelvin, holst du Bäume oder was machst du? Oder spielst du wieder mit deinen Freunden? Mit deinen neuen? Nee, Kelvin holt Bäume. Das lobe ich mir.
Nein? Ja. Da, 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 da. Ich finde es schön, dass der jetzt zwei Baumstämme tragen kann. Das hilft ungemein. Es geht alles jetzt um einiges schneller hier. Man, nimm mal den wieder raus. Der war falsch, mein Bester. Tatsache, man kann jetzt reinlaufen in die Baumstammlager deswegen. Das war vorher nicht möglich. Das ist auch lustig. Ah, herrlich, ey. Ja, wenn es so weitergeht mit den Patchen, dann ist es schon ganz geil, wenn immer wieder was dazu kommt. Aber ich habe gesehen, der nächste Patch ist jetzt in 3 Wochen. Wo sie ja vorher den 2-Wochen-Rhythmus hatten eigentlich. Da haben sie jetzt einen 3-Wochen-Rhythmus. Das heißt, der nächste Patch ist dann erst in 20 Tagen und x Stunden. Aber gut, ich meine, es ist schon echt eine Menge passiert. Die haben schon echt eine Menge reingepatcht. Nachträglich. Vielleicht geht es jetzt auch langsam dahingehend, dass die Version dann langsam auch mal in Richtung Vollversion geht. Dass sie gar nicht mehr so viel geplant haben. Wer weiß. Und deswegen die Zeitabstände auch dann größer werden. Immer mal abwarten. Mal gucken. So, auf jeden Fall, wir holen uns jetzt noch die allerletzten Baumstämmchen für unser Fußboden. Der Kelvin bringt auch nochmal 2. Und dann haben wir unseren Boden erstmal schon mal fertig. Das sieht doch eigentlich schon mal ganz idyllisch aus da unten am See. Ist natürlich schade, dass wir jetzt die ganzen Bäumchen hier alle wegschlagen müssen. Das tut mir echt sehr leid. Denn sieht es nachher sehr kahl aus. Aber das ist nicht schlimm. Vielleicht mal gucken zum Ende hin oder so. Da gibt es einen kleinen Trick, dass man die Bäume wieder nachwachsen lassen kann. Und wenn wir alles soweit fertig haben und kein Holz mehr groß benötigen, dann können wir das ja machen. Dann sieht das alles wieder schön aus. So, mit dem Kelvin seine letzten beiden hier. Komm mal her. Müsste das eigentlich jetzt erledigt sein. Ich glaube, bleibt sogar noch einer für Feuerholz übrig, ne? So, lieber nochmal gucken. Ja, wunderbar. Fertig. Ach, wieso eigentlich Feuerholz? Wir brauchen doch eh eine Stufe. So. Hier wird dann die Eingangstür sein. Dann hier links so einen kleinen Vorratsraum. Hier links ein Lagerraum. Ne, den machen wir dann 3x3. Die Küche reicht 2x2. Und dann hier Wohnzimmer ein großes. Mit einer Treppe hoch, im zweiten Stock. Das wird herrlich. So. Und damit uns das alles nicht verloren geht, gehe ich jetzt mal abspeichern. So. Und ich würde sagen, meine Lieben, ich bedanke mich bei euch, dass ihr dabei gewesen seid. Ne? Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Mir wie immer. Macht alles eh einen Heidenspaß hier. Alles, was mit Forest zu tun hat, Sons of the Forest. Ich bin voll gehypt. Ich hoffe, ihr seid nächstes Mal wieder mit dabei. Ne? Klickt gerne auf ein Like. Das freut mich immer. Schreibt einen Kommi. Freut mich auch. Und wenn ihr keine weitere Folge verpassen wollt, abonniert mich. Dann kriegt ihr immer eine kleine Information von YouTube, wenn die neue Folge dieser zweiten Staffel hochgeladen wurde. Ich versuche ziemlich zeitnah zu bleiben, muss aber leider ein bisschen vorproduzieren. Das heißt, wir werden da ein paar Folgen im Voraus aufnehmen. Ja, in diesem Sinne kann ich dann nicht auf alle Kommentare sofort eingehen, was jetzt die Folge direkt betrifft, aber ich freue mich natürlich über jedes einzelne von euch. Und freue mich natürlich auch, wenn ihr dann morgen wieder mit dabei seid in der nächsten Folge hier. Bis dahin sage ich dann erstmal Tschüssi!